Ich wollte schon immer verstehen, warum Romantiker so heißen. Was beschäftigt sie? Ich wurde selber, als ich ganz jung war, als Romantikerin bezeichnet. Aber man wird erwachsen und braucht eine Klarheit. Und diese romantische Welt stört manchmal. Man möchte es verstehen, man möchte es ordnen. Und diese wunderbare Ordnung habe ich bei den romantischen Fugen gefunden. Dass Musik eine Art Sujet, eine Art Programm hatte, das gehörte auch zur romantischen Epoche. Eine ganz genaue Geschichte, die dahinter steckte. Das hat natürlich die Fuge auch beeinflusst. Außerdem die neuen Harmonien. Die Komponisten haben weiter und weiter experimentiert mit verschiedenen Tonarten, die ganz unerwartet miteinander zusammenstellen, mit Harmonien, die nicht mehr so gut zusammengehören, sondern eher unabhängiger werden. Und natürlich auch die gesamte Botschaft. Was bedeutet eine Fuge? Muss es nur ein Genuss fürs Gehirn, für den Kopf sein? Oder bringt es auch eine Art Katharsis mit? Ich wollte vor allem zeigen, wie viele verschiedene Rollen Fugen spielen konnten. Fuge als ein Konzertstück, als eine unabhängige Form. Der Zyklus Präludium und Fuge, die wir sehr gut vom Johann Sebastian Bach kennen. Und Fuge als ein großes Finale, als eine Art Zusammenhang des gesamten Werkes. In einer Fuge von Beethoven erkennt man sofort den Komponist. Erkennt man seine Welt und wird mitgenommen. Es bleibt nicht so distanziert. Ich bin wahrscheinlich die 2000. die diese Sonate aufnimmt. Aber deswegen bleibt es so spannend, wie auch Arthur Schnabel gesagt hat, warum spiele ich mein ganzes Leben Beethoven und nicht Ravel und auch kaum Chopin? Weil Beethoven für mich wie ein Krimi bleibt. Ich kann hier immer was Neues entdecken und einiges bleibt für mich immer noch geheimnisvoll. Ich kann mir gut vorstellen, dass Mendelssohn in seinen sehr jungen Jahren unbedingt zeigen wollte, wie hervorragend als Pianist er ist, wie virtuos er sein kann, aber auch, was er als Komponist erreichen kann. Ja, dass er eine Doppelfuge schon schreibt, die sehr lange dauert, die sehr viel Dynamik an sich hat. Schimanowski ist ganz anders. Seine Fuge ist langsam. Die ist voll mit Überlegungen, mit einer Suche nach einem Weg, mit einer Suche von einer stabilen Tonart, die nicht mehr existiert. Das ist für mich sehr existenziell, komplex, aber auch höchst romantisch. Ich glaube, eine Sehnsucht nach Klarheit
bleibt immer aktuell. Und wenn die Fuge ein wenig Lösung bringt und wenn die Fuge dadurch etwas helfen kann, egal ob man das spielt oder nur hört, dann ist diese Arbeit nicht umsonst gemacht.